liebe Zuschauer bei Connective Events. Wir waren hier zu Gast, ich habe auch eine Rede gehalten, bei einer Veranstaltung auf dem Platz der Vereinten Nationen. Das ist ein sehr interessantes Thema heute und gerade in der jetzigen Zeit gibt es viele Fragen rund um das Thema Staat, Staatsmacht, öffentliche Sicherheit und so weiter. Ich habe den Hauptredner dieser Veranstaltung, nämlich den Volker Heusing, dazu bewegen können, nach dem gelungenen Vortrag ihm nochmal mit uns kurz zusammenzufassen, worum es heute eigentlich ging. Ich habe hier vor mir den Volker Heusing. Grüße dich, Volker. Ja, hallo. Bist erleichtert, dass es vorbei ist? Kann man sagen. Ja, wunderbar. Dann erzähl uns doch mal kurz, worum ging es heute, warum ausgerichtet hier, warum ausgerichtet heute und was ist der Anlass gewesen? Ja, wir haben unsere Kampagne Stopp den Grundrechts. Da geht es darum, dass das Bundesverfassungsgericht immer ordentlich arbeiten soll und jegliche Schlupflöcher, die es heute noch gibt, dass es sich vor seiner Verantwortung zurückgeschlossen wird, insbesondere die Vorschrift gestrichen wird, Rosenberg zur Nichtannahme ohne Begründung. Und heute, vor 70 Jahren, hat der parlamentarische Rat seine Arbeit begonnen, der das Grundgesetz geschaffen hat, die beste verfassungsmäßige Ordnung, die wir in Deutschland jemals hatten, die wir natürlich auch verteidigen und schützend davor stellen. Deswegen auch das Symbol mit den weißen Rosen. Und zwei Fälle, wo das Verfassungsgericht krass versagt hat, wo wir gesehen haben, wir müssen handeln, wir müssen diese Petition machen, wir müssen den Gesetzgeber bewegen, die Intransparenz zu verunmöglichen, war beim ESM. Das heißt, wie gehen wir um mit dem Staatsbankrott, was bleibt uns noch im sozialen demokratischen Ausverkauf? Und beim UN-Ansatz der Bundeswehr, der Syrien-Konflikt mehrmals schon beinahe zum Weltkrieg eskaliert wäre und in so einem gefährlichen Ansatz und das auch noch grundgesetzwidrig sich daran zu stürzen, was verletzt die Menschenwürde in Verbindung mit dem Friedensgebot und die ganzen Kompetenzverletzungen des Grundrechts gleicher Wahlrecht. Da hat das Verfassungsgericht sich nichts von angenommen, obwohl es die Politik in Bewegung gesetzt hat, diese Eskalationsrisiken zu verringern. Hätten sie ordentlich gearbeitet, dann wäre diese Ideologie der humanitären Intervention, die auch derzeit im Syrien-Konflikt immer noch unseren Weltfrieden bedroht, international längst geächtet. Und da sieht man, das Verfassungsgericht darf sich nie wieder vor seiner Verantwortung drücken. Ja, ich habe ja auch immer ein bisschen mitverfolgt, wie er was eben tut, mit großer Hochachtung und großem Respekt vor eurer Arbeit. Und wie oft habt ihr zittern müssen, legt das Bundesverfassungsgericht die Klage überhaupt an? Und dann die Enttäuschung, wenn es geheißen hat, ohne Begründung nicht angenommen. Also wenn ich das sehe, ist richtig unterm Strich, dass ihr sagt, wir haben ein großartiges System, wir haben einen großartigen Rechtsstaat und ein gutes Grundgesetz, es muss nur auch wirklich angewendet befolgt werden. Ja, § 93d Absatz 1 Satz 3 Bundesverfassungsgerichtsgesetz, diese Vorschrift ist eine Intransparenzklausel, die war ursprünglich vielleicht zur Arbeitserleichterung gedacht, aber sie gefährdet die freiheitlich-demokratische Grundordnung und die Ordnung des Grundgesetzes, die ist dermaßen grundgesetzgefährdend, wie wir bei ISM gesehen haben, wie wir bei Syrien-Einsatz der Bundeswehr gesehen haben. Diese Vorschrift sorgt sogar dafür, dass das Verfassungsgericht vor seiner Verantwortung drückt, zum Schutz des Friedens und seiner Verantwortung zum Schutz, dass unser Staat nicht ausverkauft wird. Es ist dringend Zeit zu handeln und die beste Art, dem parlamentarischen Rat gerecht zu werden, ist dieses Grundgesetz auch anzuwenden. Wir brauchen das Vorbild des Bundesverfassungsgerichts, damit die Menschen ans Grundgesetz glauben, damit die Menschen sich aufs Grundgesetz berufen, damit es im Alltagsbewusstsein ist. Und dieses Grundgesetz ist auch sozialer, als viele denken. Es hat eine Verlinkung zu Menschenrechten auf der Vereinten Nationen, das sehr viele soziale Rechte enthalten. Und das Friedensgebot, ja. Das ja nun gerade ganz wichtig ist, also wirklich ein Friedensgebot. Das hat das Lissabon-Urteil bestätigt, dass es das gibt, aber nicht, wo es herkommt. Wieder so ein Fall mit Unregelmäßigkeiten beim Verfassungsgericht. Das hat zwar die Inhalte unserer Lissabon-Klage, zwar wird die 1978 entschieden, aber bei anderen gültigen Klägern, bei dem Klageverfahren zu deren Klagen, die Annahmekriterien sind eindeutig, da hat sich die 450 Jahre nur der Bundestag geschrieben und nicht das Verfassungsgericht darüber geschrieben. Und die Annahmekriterien § 93 auch Verfassungsgerichtsgesetz eigene, gegenwärtige, unmittelbar Betroffenheit und rechtsverbindliche Fragen darlegen. Und natürlich, wo rechtsfähig ist, da ist man verdienlich. Aber wo Bundeseinsatz, Beschluss des Bundestags oder Höheneinsatz, gibt es keinen Rechtsweg davor, da konnte man direkt zum Verfassungsgericht, weil Zuschnitt für die öffentliche Person auch Thank you.
wollen das so, wir sehen das auch so, wir müssen unseren Rechtsstaat uns sozusagen auch verdienen und dafür einstehen und wiedererobern und wir wollen das, was da drin steht, unterstützen. Das kann man bei euch via einer Petition. Wie können die Leute da drauf? Ja, stoppt den Grundrechtsboykott, wenn man das googelt und nach Volker Reusing oder Sarah Lucia Hasso-Reusing oder unsere Webseite Bürgerrechte, Menschenrechte, da findet man das. Man findet es auch auf unserem Blog, unser Politikblog, da ist es auch die heutige Veranstaltung angekündigt. Und die Petition läuft bis zum 30. April 2019. Und die Leute, die für uns mitsammeln, wir hoffen, dass es viele Menschen sind, bitten wir bis zum 7. Mai 2019 die Petition an uns zu schicken. Es steht ja auch unsere Adresse drauf, unsere Telefonnummer steht auf unserer Webseite x-mal im Netz. Da kann jeder Mensch, der noch Rückfragen hat, sich melden. Und was wir wollen, ist natürlich nicht nur die Intransparenzklausel weg. Wir wollen auch, dass die Befangenheitsvorschriften noch klarer formuliert werden, dass man keine Chance mehr hat, sie falsch auszulegen. Und wir wollen auch, dass das Strafgesetzbuch verschärft wird. Der Paragraph 339 Strafgesetzbuch. Da geht es um die Frage der Rechtsbeugung, dass es explizit Rechtsbeugung ist, wenn ein Verfassungsrichter über oder überhaupt jemand über Befangenheitsantrag mitentscheidet, ja, der gegen ihn selbst gerichtet ist. Das ist absolut unüblich. Und ich glaube, das leuchtet auch jedem ein. Das ist explizit verboten im § 19 Verfassungsgerichtsgesetz. Trotzdem machen es Verfassungsrichter, wenn sie sagen, eine Klage ist unzulässig. Ich weiß nicht, wie oft sie das machen. Ich weiß nicht, wie groß die Dunkelziffer ist. Ich weiß auch nicht die Dunkelziffer bei § 93, die Absatz 1 Satz 3 Bundesverfassungsgerichtsgesetz. Aber wir haben es mehrfach erlebt. Das geht so nicht weiter. Jegliches Schlupfloch für Intransparenz muss dicht gemacht werden. Wir wollen auch, dass die Staatsanwaltschaften nicht mehr weisungsgebunden sind, damit sie nicht mehr protegiert werden können, wenn ein Fall der Rechtsbeugung vorliegt. Wir wollen auch, dass Rechtsbeugung von so hochrangigen Richtern nicht mehr verjährt. Wir wollen wirklich starke Abschreckung und wir wollen auch Volkswahl der Verfassungsrichter, nur noch Verfassungsrichter, die 3 Jahre Berufserfahrung als Richter haben, die wissen, wie sich die Verantwortung als Richter anfühlt. Mhm. Wir wollen absolut sicherstellen, dass Leute, die ideologisch geprägt sind oder politischen Zielsetzungen geprägt sind, dass die nicht mal eben so ins Verfassungsgericht können. Die müssen 3 Jahre wissen, wie sich das anfühlt. Über die Zukunft und der Politik, nicht dem Recht, nicht der Verfassung bzw. dem Grundgesetz. Oder einer Privatisierungsideologie namens Gewährleistungsstaat zum Beispiel, ja. Siehe Artikel 2 von Protokoll 26 zum Verträgen nehmen. Haben Sie bei Lissabon untersagt, die den öffentlichen Dienst komplett an privat vergeben haben wollen. Aber hinterher beim ISM, was im Fall der Staatsbeute dann verzögert aufs Gleiche hinausläuft, das hat man durchgeführt. Ja. Also, dann sagen wir mal unseren Zuschauern, liebe Zuschauer, das ist wirklich eine Sache, wo sich der Bürger jetzt mit all seinen Rechten und Pflichten und mit vollem Selbstbewusstsein auf vollkommen einwandfreie rechtliche Art einsetzen kann und für unser Recht, für unsere öffentliche Sicherheit, für unbestechliche und unvoreingenommene Richter und eine Aufsicht darüber durch das Volk, der souverän sein soll, einsetzen kann. Wenn ihr diese Petition unterschreiben wollt oder euch überhaupt dafür interessiert, nochmal das Stichwort und gleich zu finden, stoppt den Grundgesetzboykott. Stoppt den Grundrechtsboykott. Grundrechtsboykott. Stoppt den Grundrechtsboykott. Und Boykott schreibt man übrigens mit Y, damit man es auch findet. Also, wir wünschen euch noch einen guten Tag und es war eine sehr interessante Veranstaltung. Bis zum nächsten Mal.